Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Gleisbausimulator 2014. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Gleisbausimulator 2014. Ihr macht mich wahnsinnig, wisst ihr das? Auch die fünfte Folge hat zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehme, über 1600 Klicks gehabt. Also machen wir weiter. Ihr wollt noch mehr sehen, kein Problem. Ich bin gerade so richtig schön drin. Wir hatten noch einen Level offen, natürlich. Und zwar den hier, den habe ich auch schon angedroht hier, die Schneefrässchleuder, ja, ganz wichtig, und die Schienenbürste, ha! Okay, was gibt's zu sagen, ja, 1600 Klicks in einem gewissen Zeitraum, verglichen mit zum Beispiel Minecraft, das hat irgendwie knapp so 1000 gehabt, die Folge, die ungefähr zur gleichen Zeit erschienen ist, oder was hatten wir noch, NHL, das hat gerade so 300 und paar zerquetscht gehabt. Also der Gleisbausimulator, der holt alle ab sozusagen. Und ich bin echt froh, dass ich das jetzt noch weiterspielen darf, weil eigentlich, ich überlege schon, ob ich vielleicht mal noch eine Ausbildung mache zum Gleisbau, zum Gleisbauer, weil das so schön ist. Okay, haben wir es jetzt bald? Ja, wir brauchen noch ein paar Prozent. Hoi, 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 vielleicht ein bisschen anfeuern. Zack, zack, zack. Mach, mach, mach. Lad, lad, lad. Ja. Jetzt hat er kurz Kaffeepause gemacht und jetzt haben wir's, ne? Super. Der Winter ist eingetroffen. An einigen Stellen sind die Gleise meterhoch mit Schnee bedeckt und müssen geräumt werden. Von wem? Vom Blödel Kaspar Frenkel, der Azubi. Einige Meter vor Ihnen steht neben den Gleisen eine Schneefrässchleuder. Fahren Sie mit dem Gleiskraftwagen dicht an diese heran, um sie dann mit der Leertaste anzukoppeln. So, wir machen zunächst mal Cockpit-Perspektive wieder. Weil das so realistisch ist. Kann ich irgendwie gucken? Ja, kann ich. Dieser gelbe Kreis könnte bedeuten, dass ich da richtig bin. Stopp, 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 stopp. Montieren. Sehr gut. Fahren Sie nun bis kurz vor die mit Schnee bedeckten Gleisabschnitte, halten Sie dort an und schalten Sie mit der Taste M die Schneefrässchleuder ein. Danach können Sie den Schnee räumen. Also, Taste M. Muss ich mir merken. Wo muss ich hin? Ach, das da, das hier. Natürlich, es hat nur dort geschneit. Das sieht er ja, ne? So, auf einer Länge von 10 Metern hat es geschneit und hier hat es überhaupt nicht geschneit und da hinten hat es auch nicht geschneit. Natürlich, ist klar. Modus wechseln. Taste M. Warten wir erstmal an hier. Ist das nicht ein Traum? Guck mal von außen, wie das aussieht. Genau. Ja, das sieht aus wie ein Mähdrescher. Jetzt passt mal auf, jetzt bin ich gespannt, ob das wohl funktioniert. Achtung. Ja. Man weiß es nicht, ne? Vielleicht doch mal kurz zu gucken. Ja, wunderbar. Seht ihr das? Das hier, das sieht auch sehr grafisch, das ist ein Special-Effekt, also meine Fresse, ey. Da kommt man ja sofort ins Schwärmen. Wie geil der Schnee aussieht hier. Naja. Ja doch, sieht schon geil aus. Wenn ich mal vergleiche mit, was weiß ich, Battlefield 4, die Grafik hier. Das ist ja Battlefield 4 für den Arsch. Ah, es hat doch da weiter geschneit. Aber hier hat es aufgehört zwischendurch, okay. Ja, das nennt sich dann, glaube ich, wie nennt sich das? Wetterscheide? Hat sich also ganz Wetterscheide. Scheide ist so ein schönes Wort. Ich glaube, das ist Wetterscheide. Ja. Mal schauen, was als nächstes kommt. Ich bin ja so gespannt wie ein Flitzebogen. Die Musik ist auch geil. Muss man immer wieder an der Stelle erwähnen. Da habe ich ja auch dazu schon komponiert. So in einer der, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge müsst ihr unbedingt noch anschauen, falls ihr es gesehen habt. Da habe ich auch ganz spannende Sachen gemacht. Da. Müssen wir da noch ein Stück vorfahren, ne? Das sind gerade noch nichts. Tut mir auch leid, wenn wir gerade wieder ein paar Flugabhängige haben, die auch zuschauen auf der Flur. Die jetzt diesen Schnee sehen und sofort rückfällig werden. Es tut mir leid, ich kann nichts dafür, ihr müsst euch selber befahren. Ich muss den Schnee jetzt einfach wegschmeißen, wegschleudern, vernichten. Und das tut euch vielleicht weh, aber das... Und bei der Gelegenheit fällt mir gerade wieder ein, dass ich total Bullshit labere. Naja.
Schauen wir mal von der anderen Seite wieder drauf. Einfach da rein. Jetzt sieht der Schnee fast besser aus. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ist er hier realistischer oder da? Schreibt es mir in die Kommentare. Einfach mal so eine kleine Umfrage. Was ist eigentlich, wenn ich da vorne am Ende bin? Ist da vorbei die Mission? Hab's dann geschafft? Hab's dann geschafft? Ich fürchte ja schon, dass ich das durchspielen muss. Weil ihr das so geil findet. Jetzt haben wieder Leute, die unterschreiben. Ich mach das nicht weiter. Das ist voll doof und langweilig. Ja, Freunde. Die Folge 5 hatte über 300 Likes. Ja? Da fallen die irgendwie, was weiß ich, 20, 30 Dislikes auf ins Gewicht. Tja. So. Gut gemacht. Das Spiel gefällt mir. Das lobt mich. Versteht ihr? Das motiviert mich. Fahren Sie zum Ausgangspunkt zurück. Dort finden Sie neben den Gleisen eine Schienenbürste. Fahren Sie mit dem Gleiskraftwerk dicht an diese heran, um sie dann mit der Leertaste anzukoppeln und gleichzeitig die Schneefrässchleuder abzukoppeln. Jetzt kommt auch noch die Bürste, die habe ich ja ganz vergessen. Hurra, hurra. Ich kann noch eine Bürste, Bürste. Moment, stopp, anhalten. Zurück, ja. Alles klar. Da kann man sich auch umdrehen, da kann man ja super zurückfahren. Das geht ja. Wie, das war's? Das habe ich nicht mal richtig sauber gemacht hier. Schaut euch das mal an, ey. Billigmaschine hier von Robel. Gibt es da nichts Besseres? So. Ob ich es schaffen werde, auch diesen Auftrag zu lösen. Stopp, stopp, stopp. So, das machen wir jetzt von außen. Damit wir das mal sehen. Schienenbürste montieren. Ach, warte mal. Geht das hier so einfach, oder? Beseitigen Sie nun den restlichen Schnee. Ach so, deswegen. Ich verstehe. Mit der Schienenbürste. Man lernt ja auch was, ne? Das ist, wenn ihr also den Beruf des Gleisbauers ergreifen wollt und ihr vorher dieses Spiel gespielt habt, dann müsst ihr gar keine Ausbildung mehr machen. Da kriegt ihr gleich das volle Gehalt. Die Schienenbürsten aktivieren Sie ebenfalls mit der Taste M. Das überrascht mich jetzt. Was ist denn jetzt die Schienenbürste eigentlich? Ach, das hat sie jetzt ausgetauscht, oder wie? Ach nee. Ist das jetzt schon richtig, ja? Ja, natürlich, schaut euch das an hier. Da kann man halt auch mit Autos waschen dann, drüber fahren und so. Wir wollen es natürlich wieder aus der realistischen Perspektive. Modus wechseln, Taste M. Das machen wir dann gleich, Achtung. Modus kann während der Fahrt nicht gewechselt werden. Ja, ja, ist gut. Bleibt stehen. Jetzt, ja. M. So, dann fahren wir da nochmal drüber. Ich hoffe, das dauert noch so 7,5 Minuten, dann kann ich die Episode voll machen. Damit. Ich sag euch, ey, ich habe immer davon geträumt, mal mit einer Schienenbürste zu arbeiten. Erst heute Nacht wieder habe ich geträumt, ich könnte eine Schienenbürste. Da bin ich auch dann total erregt aufgewacht. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die Jungs kennen das, ne? Das dann ist, wenn man erregt aufwacht, wenn man dann hat. So ein Zelt in der Hose hat, ihr wisst schon. Ne? Und das war eben, weil ich von dieser Schienenbürste geträumt habe. Ich brauche keine Frauen, ich brauche keine Schienenbürste. Vielleicht spiele ich das nächste Mal ein bisschen wieder rum dann, wenn ich ja noch auf der Schienenbürste träume. Weil das so geil ist. Ich schieb mich ja gerade nur auf den Kragen. Mach das Scheißding jetzt gar sauber. Ach, da vorne geht's auch noch weiter. Ne? Blöder Kack. Man könnte jetzt theoretisch eben um dann schneller zu fahren, aber ihr wollt das ja auch wahrscheinlich ganz langsam sehen. Ne? Um beurteilen zu können, ob ich auch eine gute Arbeit leiste. Ach, ich bin so froh, dass dieser Gleisbau-Simulator erschienen ist und ich endlich hier mal was Tolles spielen kann. Scheiß Motiv, das ist auch schlimmer. Naja. Vielleicht muss ich auch mal wieder zu einer Baustelle fahren und für meine Arbeitskollegen, die faulen Dreckschweine, mal was aufräumen oder so. Das fand ich ja total geil in Folge 5, dass ich da das alles aufsammeln durfte. Das Spiel hier simuliert einfach diesen Job so dermaßen 1:1 geil. Da muss man einfach irgendwie erregt werden davon. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ist Pausenbrot essen. Das wäre noch cool, wenn man noch Pausenbrot essen könnte in Echtzeit. Eine Viertelstunde lang Pausenbrot essen. Das wäre super. Vielleicht machen die das ja beim zweiten Teil. Ich bin
mir eigentlich ziemlich sicher, dass es weiter nicht erscheint, weil das verkauft sich bestimmt wie geschnitten Pausenbrot. Wo haben wir es jetzt bald verflucht? Zeig ich kurz oder so. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben alle Aufgaben gemeistert. So, Level 6. Schwellenportanlage bedienen, Schwellen verlegen, Schienen verladen und verlegen, Maschinen verladen, Schraubmaschine bedienen, Notlaschenverbinder einsetzen. Machen wir das? Ich weiß nicht. Machen wir Feierabend für heute. Wir machen jetzt einfach immer nur eine Mission pro Aufzeichnung, würde ich sagen. Ja? Das ist schon okay so. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ja, dann lasst mir wieder ein Like da, damit wir über 300 Likes kriegen und dann mache ich auch wieder weiter, ne? Ist klar. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin auch froh, dass ihr so gebannt jetzt vor dem Monitor oder Fernseher gesessen habt und auch so erregt wart wie ich. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen an euch rumgespielt. Ich denke nicht weiter drüber nach. Das macht komische Gedanken und Bilder in meinem Kopf. Also, danke fürs Zuschauen. Ciao!